So, also hier das erste Pilz aus unserem Bier-Adventskalender. Hier das Tegernseer Pilz vom herzogliches Brauhaus Tegernsee. Gut, was haben wir hier auf der Rückseite noch stehen? Ein feinherbes Pilzbier, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot, kristallklares Gebirgsquellwasser, feinstes, helles Braumalz, ausgesuchter Tettnanger Aromahopfen und ein behutsames Brauverfahren geben dem Tegernseer Pilz seinen herzhaft kernigen Charakter. Ein wahrhaft edles Pilz. Okay, herzoglich bayerisches Brauhaus Tegernsee. Vom Tegernsee natürlich. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Das Ganze hat Stammwürze, steht hier P11. Weiß nicht, ob das 11% sein soll. Ich nehme es einfach mal an. Alkoholgehalt haben wir 5,0 Volumenprozent. Gut, bin gespannt. Ein Pilz vom Tegernsee. Machen wir es auf. Gucken, was drin ist. Plopp, nicht vergessen, wie zuletzt. So, und dann rein ins Glas. So, das ist jetzt unser Tegernseer Pilz hier im Glas. Ja, recht helle, strohgelbe Farbe. Ja, schon fast ein bisschen dünn wirkt es zumindest für mich hier jetzt bei den Lichtverhältnissen. Nicht allzu kräftig in der Farbe. Der Schaum hingegen, ja, fein bis mittelporig, wirkt obendrauf ja, auch nicht so ganz überzeugend, also nicht so wirklich fluffig, eher so ein bisschen, ja fast schon seifig von der Optik her. Haut mir jetzt nicht vom Hocker. Auch die Bläschenbildung lässt sehr zu wünschen übrig. Ich zeige es auch mal kurz für die Kamera. Ich hoffe, ihr konntet was erkennen. Also das macht mich optisch jetzt noch nicht ganz so richtig an. Gucken, was der Geruch sagt. Ja, wie schönes frisches Pilz, also schöner frischer Pilzgeruch auf jeden Fall. Schöne Hopfenfrische drin, schöne Grasnote, blumiger Beigeruch auf jeden Fall, sehr süßlich auch mit dabei. Schwingt was sehr Fruchtiges mit, so leicht zitronig und ich weiß nicht, ob es so ein Hauch von Pfirsich oder Aprikose ist. Ja, schwingt noch irgendwas anderes. Neben der Zitrusnote noch irgendwas anderes Fruchtiges schwingt da mit. Bin gespannt, wie sich das jetzt geschmacklich mir hier darstellt. Von daher, Prost! Anfang, echt schön frischer Antrunk. Überhaupt nicht dünn oder sowas, irgendwas wässrig oder so, was man eventuell aufgrund der Farbe hätte vermuten können. Nein, wirklich schöner, frischer Antrunk. Passt im Mittelteil, fächert sich das dann so ganz so ein bisschen auf, wird so leichte Hopfen herbekommt rein, leichte Malztöne und angenehme Würze mit dabei. Passt im Mittelteil, jetzt den Abgang muss ich noch mal ein bisschen genauer hinschmecken, der kam ein bisschen. Ja, ein bisschen wuchtig daher. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, im Prinzip diese süßliche Note, die wir im Geruch hatten, das ist irgendwo auch versteckt noch so eine Hopfensüße fast, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das kommt von diesem Tettnanger Aromahopfen, den ich ja schon einmal hatte. Ich habe inzwischen übrigens nachgeguckt, wo es herkommt, vom Bodensee, das Ganze. Und ich glaube, der bringt diese gewisse Note da rein, diese Tettnanger Aromahopfen. Sehr interessant, ist auf jeden Fall mal was anderes, aber definitiv. Also wirklich sehr interessant. Mittelteil spielst du eigentlich so alles mit, so eine angenehme. Schöne Herbe ist drin. Wir haben gewisse Würze, süße Malzigkeit, das Ganze. Man schmeckt ein wirklich schönes, helles Malz raus, finde ich. Überhaupt nicht getreidig, also nicht ansatzweise, finde ich. Und im Abgang wird es dann wirklich kräftig herber. Also da liegt der Hopfen nochmal so eine Schippe drauf. Kommt hinten raus nochmal richtig ordentlich. Eine schöne Herbe, leichte Bittere und diese fruchtige Note einfach drin, die kommt so ab dem Mittelteil und dann im Abgang kommt die doch mal so richtig. Also wirklich, im Abgang liegt das Bier nochmal richtig zu und entfaltet dann nochmal das ganze Spektrum eigentlich, glaube ich, dieses Aromahopfens.
möchte ich einfach behaupten. Und das sagt mir wirklich sehr zu. Das wirkt am Ende doch noch etwas herber, als es vorher war. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, sehr schöne Süße und Hopfenherbe im Abgang. Also wirklich, so gefällt mir das Bier. Für mich auf jeden Fall ein gutes Bier, kann ich empfehlen. Und ja, ein schöner 5. Dezember. Ein schönes fünftes Türchen hier mit dem Tegernseer Pilz. Ja, wirklich was Schönes. Ja, also das erste Pilz in meinem Adventskalender hat mich definitiv überzeugt, hat mich sehr gefreut. Ein wirklich überzeugendes Pilz, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Ich bin gespannt, was mich morgen am Nikolaustag erwartet. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Däumchen drauf, freue ich mich. Ja, und dann sehen wir uns dann hoffentlich morgen wieder zum nächsten Türchen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut.